was der damit meint, ne? Das ist unglaublich. Und bei dem hat sich ja auch so eine richtig krasse, also eine richtige Dynamik entwickelt. Seit dem Kanal der Woche bei Mr. Trashpack. Der geht's ab wie sonst was. Ich meine, ich habe ihn auch erst da noch kennengelernt. Ja, also nicht ihn persönlich, sondern den Kanal. Und ja, aber es ist halt auch gerecht. Ich sage mal, der macht Arbeit, jede Menge Recherchen und so weiter, und das könnte ich nicht. Würde zwar sowas mal gerne ausprobieren, aber ich könnte das nicht. Also, weil ich irgendein Skript schreibe, dann wird das zum Müll. Ich kann nicht skripten, wirklich. Hab's ein paar Mal probiert, aber nee, ich bin sogar daran gescheitert. Obwohl, vielleicht erinnert sich ja noch welche an den ersten Vlog von Sebi. Vom Neusiedler See, wo ich dabei war. So fischt man richtig. Ja. Da sind wir reingegangen, hatten überhaupt kein Konzept, was wir labern. Ja, ich habe die Angeln repariert und dann haben wir uns einfach hingesetzt und irgendein Blödsinn geredet. Das kann ich. Wenn man jetzt allerdings letztes Jahr das von vornherein plant, was ich gemacht habe, witzigerweise. Ich hatte wirklich alles quasi geplant und ja, da machen wir am besten das. Irgendwann müssen wir uns halt hinsetzen und dies und das machen. So durchgeplant hatte ich das innerlich. Und dann hat man gesagt, ja, jetzt machen wir das schnell, ja. Hast du überhaupt was, worüber du reden willst? Nee. Aber dann auch gemerkt, ich habe von den 2 Stunden, wenn wir da in diesen Klappstühlen mit den Angeln vorm Haus gesessen sind, ja, habe ich... Ich habe ja Pfeile mehr da. Habe ich fast nichts verwendet im Endeffekt. Weil, wie gesagt, wenn ich irgendwas versuche zu planen, dann wird da nichts draus. Dann kann ich vergessen. Deswegen kann ich auch so durchstrukturierte Formate auch völlig vergessen. Ich brauche Spontanität. Und wie bin ich darauf eigentlich gekommen? Keine Ahnung. Ach ja, wegen Eigendynamik und so. Mit Community und so ein Gedöns. Ja, ja. Da habe ich nämlich, das ist auch der Grund, warum ich das gerade alles so erzähle, habe ich nämlich ein echt, echt schräges Erlebnis gehabt. Hintergrundgeschichte ist folgende. Ja, was heißt Hintergrundgeschichte? Ich wurde halt einfach von 0 auf 100 hat jemand aus Intensive, in der Intensive-Gruppe mal gemeint. Sag mal, hast du deinen Kanal gelöscht? Weil ich finde ihn nicht mehr. Na gut, ja, mein Kanal ist ziemlich in der Versenkung verschwunden, wenn man das mal so betrifft. Weil genau das, was ich vorhin gesagt habe, mit eigentlichem Co. bei mir halt einfach überhaupt nicht vorhanden ist. Was ich gar nicht schlimm finde. Weil, brauche ich ja nicht. Wofür braucht man das? Und da wurde ich dann halt angeschrieben so. Boah, du musst echt mal drüber nachdenken, einen Kanal umzustrukturieren. Ich dachte, dass das Spiel auf die in letzter Zeit fehlenden Thumbnails an. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt gerade gebessert hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo man die Folge sieht. Ansonsten kann ich schon mal spoilern. Ab Weihnachten wird es wieder welche geben. Das tut mir echt unheimlich leid. Ich versuche mein Bestes, nur ist halt das Problem, dass ich aktuell noch richtig im Stress bin, überhaupt keinen Puffer mehr habe und an einem Wochenende aufnehmen, schneiden und alles machen muss. Und quasi zu sonst überhaupt nichts mehr komme. Und das ist dann schon echt problematisch teilweise. Naja. Auf jeden Fall habe ich ja gedacht, das Spiel darauf an und mir gedacht, ja, falls du das meinst, ja, die kommen wieder. So, nee. Du hast so extrem viel Potenzial. Und allein bei diesem Wort ist mir schon gedacht worden, Alter, nein. Da kommen jetzt wieder die. Das, was man in seinen YouTube-Kommentaren sowieso schon des Todes oft liest.
Nur mit dem Unterschied, dass es in dem Falle nicht darauf ausgelegt war, dann so. Hey, ja, du hast voll das Potenzial. Schau mal auch bei mir vorbei. Kannst du mir das so auch sagen, ob ich das habe oder so? Also quasi die moderne Variante von Zap for Zap, ne? Komm mal bei mir vorbei, wenn es dir gefällt, kannst du ja bleiben. Sondern. Ich glaube, er hat es gut gemeint. Aber. Ja, ich weiß nicht. Wenn mir jemand sagt, ich soll meinen Kanal doch bitte umstrukturieren. Weil. Er denkt, ja komm, gib's doch zu. Du würdest dich über mehr Aktivität auf deinem Kanal noch aufholen. Kann ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, würde ich. Weil es einfach cool wäre. Aber der Preis, den ich dafür zu zahlen bereit wäre, ist. Ja. Das ist schon das Problem. Den Preis, den ich dafür zu zahlen bereit wäre. Ich bin nicht bereit, dafür einen Preis irgendwas zu bezahlen. Wenn man dann sich als Beispiel nimmt und so, ja, schau mal, ich war genauso wie du. Bis 9 Monate, in dem mein Kanal jetzt existiert. Uncut-YouTuber, hab nichts geschnitten. Und jetzt, im letzten Monat, seit einem Monat mache ich das jetzt anders. Und es ist einfach gleich mal unglaublich gut angekommen. Ja. Schön für dich. Aber ich werde mich definitiv. Bin ich nicht bereit dazu, mich für Aufmerksamkeit im Internet oder irgendwas in diese Richtung, um Abos zu generieren, um irgendwas zu machen, verstellen zu müssen. Das ist mit noch das, was ich an der aktuellen Situation in YouTube noch mit am meisten zum Kotzen finde. Es gibt ganz viele Leute, also wirklich richtig viele Leute, teilweise auch richtig große, die einfach mit einer kompletten Kanalumstrukturierung dafür einfach, ja, den kompletten Kanal umstrukturieren, um damit mehr Erfolg, mehr Einnahmen, mehr Abos zu haben. Das Klassische halt. Und wenn du in einem Bereich bist, wo du davon leben kannst, kann ich schon deutlich mehr nachvollziehen. Aber wenn du in einem Bereich bist, wo du vielleicht gerade so alle 2 bis 3 Monate von YouTube selber was bezahlt bekommen würdest, wenn du nicht in einem Netzwerk wärst, wo das Ganze schon wieder anders läuft, ja, dann ist es einfach, es ist jedem seine eigene Sache, wenn man, für Aufmerksamkeit oder solche Dinge seinen kompletten Kanal umstellt. Kann ich mit leben, wenn das andere tun. Aber dann zum Beispiel mich anschreiben und sagen, ey, mach das, ja, du willst das doch eigentlich auch, du willst doch eigentlich auch, primär, ich will doch auch nur hier, um, Abos zu haben und sowas und einen wachsenden Kanal und so. Nein! Klar würde man freut sich immer über Zuschauer oder sowas. Das ist normal. Aber man macht es doch nicht dafür. Man fängt doch nicht mit etwas an, um dann irgendwann zu merken, nö. Ach warte, das bringt ja überhaupt nichts. Das macht mir ja gar nicht bekannt. Damit erreiche ich ja kaum Leute. Okay, in meinem Fall erreiche ich damit überhaupt keine Leute. Aber, das ist mal dahingestellt. Ich erreiche keine Leute. Lass mal was anderes machen, um Leute zu erreichen.
und dann auf den aktuellen Trend aufzuspringen. Nämlich nacheditierte Sachen. Ist jetzt auch wirklich nicht schlecht. Ich meine, er hat es wirklich drauf. Ich hätte es definitiv nicht drauf. Aber es ist einfach extrem unnötig, andere, in dem Fall mich, anzuschreiben und sagen und halt quasi mir zu suggerieren, ey, du machst das doch auch nur, um bekannt zu werden oder so. Es gibt auch Leute, die machen das wirklich rein aus Spaß. Da gehöre ich tatsächlich mit dazu. Und auch andere in meinem Umfeld machen das komplett aus Spaß. Andere haben zum Beispiel den Spaß auch dran verloren und machen mittlerweile gar nichts mehr. Grüße gehen raus an Sebi. Okay. Ja, zusätzlich auch keine Zeit mehr dafür. Aber ich denke mal, ihr versteht auch schon, was ich damit meine jetzt mit dem Ganzen hier. Wenn jemand dich anschreibt, du sollst doch bitte deinen Kanal ändern, weil er davon ausgeht, dass ich oder dass der, mit dem du schreibst, die Intention hat, einfach nur zu wachsen. Dann sagt das eigentlich auch eine Menge über einen selbst aus. Selbstreflexion. Ja. Die Tatsache, dass er sagt, ja, ich habe das selber schon gemacht, man ist einfach super. Sagt mir, ja, du hast es gemacht, um mehr Aufmerksamkeit im Internet zu haben. Kannst du machen, habe ich kein Problem mit. Aber bitte lass mich da außen vor. Oder lass andere da außen vor, die ihr eigenes Ding machen. Ich bin völlig zufrieden damit. Glücklichkeit hängt weder mit Geld oder Glück an sich hängt weder mit Geld noch mit einer Anzahl auf einer Internetseite, die du theoretisch erreichen könntest mit dem, was du machst. Ich meine, von 100, bei mir beträgt diese Zahl aktuell 115. Das ist doch eigentlich auch schon eine ganze Menge. Ich meine, das ist der ganze Hörsaal, unser Audimax. Am Anfang, als ich zum Studium begonnen habe, waren wir über 100 Leute. Also waren wir nicht mal 100 Leute. Ne? Aber als dann halt wirklich so 90% mal da waren in diesem Audimax, da waren da 80 Leute, 85 Leute drin. Und das war eine Unmenge an Menschen. Das ist wirklich eine Unmenge an Menschen. Und wenn du bedenkst, ja, und das ist immer noch weniger als das, was du, Theo, dir irgendwann deinen Kanal abonniert haben. Das ist doch eigentlich auch schon ziemlich krass. Das reicht dann auch. Ich muss jetzt das nicht auf Biegen und Brechen auf 2000 ausbauen. Oder auf 10.000. Oder auf 100.000. Wozu? Was bringt das mir denn? Außer, dass ich irgendwo vor anderen Leuten angeben kann. Mit so einem virtuellen... Entschuldigt das Wort. In so einem virtuellen Schwanzvergleich so, ich hab mehr als du. Das ist ja auch genau wieder die Mentalität. Mit, ja, ich mach nicht mehr das, was mir Spaß macht. Weil damit verdienst du ja kein Geld. Das ist genau das Gleiche. Warum soll ich mit etwas, was mir in der Form Spaß macht, aufhören? Und mich künstlich verstellen, um nichts davon zu haben? Das verstehe ich nicht. Das erschließt sich mir einfach nicht. Wenn ich damit jetzt als absoluter Spießer drüber komme, tut's mir leid. Und falls du dich jetzt damit persönlich angegriffen fühlst, sorry. Aber das
Bild, was ich bis dato von dir im Kopf habe, hat sich jetzt da noch völlig